finde ich den... Also das eine, das sage ich dir. Wenn die mir in irgendeiner Art und Weise blöd kommen, ja, dann... Entschuldigung. Da. Vielleicht sind sie ja ganz nett. Was heißt nett? Das sind einfach zwei total verschiedene Welten. Und wenn diese Kripo-Pfeifen meinen, sie können ihren großen Macker spielen, ja? Auf zu meckern, das ist ein Modellversuch. Sie wünschen? Ich soll mich hier melden. Wenn man vom Teufel spricht. Ach komm, jetzt fang du nicht auch noch an. Ich habe mir das schließlich nicht ausgedacht. Und wie soll das funktionieren? Das kann ich dir sagen, ganz einfach. Wir kümmern uns um unseren Kram und fertig aus. Klar. Obwohl, so eine Verkehrskontrolle ab und zu wäre nicht schlecht. Ach, weißt du, mein lieber Paul, dafür fährst du den falschen Wagen. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende gehabt. Als erstes möchte ich euch offiziell eure neuen Kollegen vorstellen. Das ist Joachim Schrader. Jo, so sieht er auch aus. Ach so! Zukunft, Jojo, hä? Hans, bevor du anfängst, möchte ich... Heute ist Welt-Nichtrauchertag. Und das gilt natürlich auch bei uns. Jeder, der erwischt wird, zahlt 5 Mark, verstanden? Moment mal. Wenn du mit dem Rauchen aufhörst, heißt das noch lange nicht, dass alle anderen auch müssen. Ich weiß nicht, was du willst. Ich rauche schon seit 2 Wochen nicht. Und außerdem haben wir das letzten Freitag so besprochen. Erklär das mit den Kollegen ab. Ich halte mich raus. Also noch einmal, herzlich willkommen in der Brauerstraße. Zweitens, ihr wisst es schon lange und jetzt ist es soweit. Ab heute wird uns ein Team der Kriminalpolizei Gesellschaft leisten. Das heißt, wir werden in Zukunft eng mit der Kripo zusammenarbeiten. Ich betone zusammen. Demzufolge wird es hier etwas enger. Und ich bitte euch alle, was auch immer passiert, denkt daran, Mensch bleiben. Schwerer Verkehrsunfall in der Mainzer Straße ist eben gerade durchgekommen. Mehrere Tote und Verletzte. Wir brauchen jeden verfügbaren Beamten, alle. Okay, wir fahren hin. Ulf, du hältst wie immer die Stellung. Na komm, Opa. Moment, Bertie, 5 Mark, komm. Oh, Hans! Ja, was geht's? Da kann ich nicht mit. Du weißt doch, dass ich einen Hexenschuss habe. Dann bleib hier. Morgen. Morgen, Chef. Was ist denn hier los? Schwerer Verkehrsunfall in der Mainzer Straße. Scheint eine ziemlich schlimme Sache zu sein. Verstehe. Ich komme gleich nach. Ich zieh mich nur schnell um. Sag die Bescheid, er soll Schuhmacher mitnehmen, ja? Ja, mach ich. Toller Empfang. Wir hätten einen anderen Weg nehmen sollen. Ich komme zu spät zur Arbeit. Verdammt nochmal, was soll ich denn erst sagen? Das ist mein erster Tag. Ja, das weiß ja wohl jeder, dass um die Zeit hier dicht ist. Schauen, was los ist! Hey! Warte doch mal!
sich ja fehlt, der Neue von der Kripo. Keine Ahnung, soll ich anhalten? Was? Nein, fahren Sie weiter. Der gedacht hat, er wäre auf dem Nürburgring. Da haben Sie alles, was Sie brauchen? Wir wollen hoffen. Das ist ja furchtbar. Kommen Sie ganz langsam. Sie haben es gleich hinter sich. Ja, danke. So, noch danke. Eine Stufe Vorsicht. Oh, Sie sind sehr freundlich. Ja. Vielen Dank. Da hinten ist der Krankenwagen, bitteschön. Danke. Morgen, Herr Schumacher. Schrecklich, nicht? Wie ist das eigentlich passiert? Eine Kaffeefahrt oder Butterfahrt oder sowas. Lauter alte Leute waren gerade auf dem Weg nach Holland, als das passiert ist. Näheres weiß ich aber auch noch nicht. Mensch, was machen Sie denn hier? Sehen Sie denn nicht, dass Sie hier stören? Verdammt nochmal! Ich finde sowas unmöglich. Es ist immer das Gleiche. Wo ist Maybach? Da hinten irgendwo. Ich schicke Ihnen nachher noch einen Beamten ins Krankenhaus. Alles klar. Sind noch mehr Leute in dem Bus drin? Ein paar haben aber wohl nur leichte Verletzungen. Das reicht. Was soll ich jetzt machen, Herr Maybach? Die Leichen sollten so schnell als möglich weggebracht werden. Und hör mal zu. Du kannst ruhig Hans zu mir sagen. Das ist bei uns so üblich. Okay, Hans. Ist die Schuldfrage schon geklärt? Viel kann ich noch nicht sagen, aber wahrscheinlich ist es der Porsche-Fahrer. Der wollte ein Wettrennen mit dem Motorrad machen, da kam der Bus in die Quere und da hat es geknallt. Was ist jetzt mit dem Porsche-Fahrer? Ein paar Kratzer. Weiter nichts, aber er sagt, die Bremsen hätten plötzlich versagt. Und so ganz einfach. Wieso? Der sieht doch eigentlich noch ziemlich neu aus. Wie man es nimmt. Der wird jetzt sowieso sichergestellt, da sollen sich dann die Experten drum kümmern. Und was ist mit der Vater? Der sieht nicht gut aus. Wahrscheinlich innere Verletzungen, sagt der Arzt. Sie darf sich auf jeden Fall nicht bewegen. Wie geht es ihm? Ist er in Ordnung? Ja, ja. Er hat mehrere Platzwunden, soweit ich weiß. Sie müssen den Kopf ganz ruhig halten. Ganz ruhig. Neun kriegt er immer seine Tasse Kaffee. Das ist unser Schreibraum. Die haben wir extra für euch leergeräumt. Ach übrigens, nach Dienstschluss treffen wir uns ab und zu in Kirby's Eck. Hier gleich um die Ecke hat sich so eingebürgert. Ach, das ist ja interessant. Ja, die Kneipe gehört meiner Frau. Kollegen kriegen natürlich Prozente. Wo ist es? Gleich um die Ecke. Ja, ich würde mich freuen, wenn... Ja, ja, dürfte ich jetzt vielleicht mal im Büro sehen? Wenn es keine Umstände macht. Nö. Klar. Da. Ja, das ist es. Naja. Besonders groß ist es ja nicht. Naja. Haben Sie einen Computer? Software und so weiter? Ein vernünftiger Schreibtischstuhl wäre auch schon ganz gut. Ja. Kleinen Moment bitte. Frank, kommst du mal?
Was ist denn los? Besorgt doch bitte einen vernünftigen Schreibtischstuhl für Herrn Severing, wenn's geht. Theo, das ist mein Vorname. Frank Roland. Ich darf keine schweren Sachen tragen, habe ich dir schon gesagt. Schwer, hör auf zu jammern. Und wenn ich einen bleibenden Schaden kriege? Mach dir nichts draus, den hast du schon. Achso, wenn ihr noch was braucht, wendet euch an Frank. Ja, gerne. Ja. Ach, übrigens, wann kommt denn der Dritte? Der hat's wahrscheinlich auch am Rücken. Ah ja, verstehe. Danke. Halt, halt, Entschuldigung. Das ist meine Tochter. Ich habe den Sturzhelm erkannt. Dabei habe ich den Wagen erst seit 4 Wochen. Ich denke, das ist jetzt das geringste Problem. Hören Sie, ich will wenigstens erklären, wie es passiert ist. Das können Sie später immer noch. Denn das wissen? Ja, wann ist denn die Beschwerde reingekommen? Ja, ich kann doch nicht die ganzen Akten jetzt durchsuchen. Guten Morgen, was kann ich für Sie tun? Entschuldigung, sind Sie von der Polizei? Was meinen Sie, sehe ich so aus? Nein. Nicht mehr lange so halten. Moment. So, ich hab sie. Vorsicht. Und. Fahr ins Krankenhaus und schnapp dir den Frank. Ihr müsst die Angehörigen benachrichtigen. Und Judith und Andi, ja? Ihr fahrt am besten mit ins Krankenhaus. Andi? Ja? Wenn es der Frau besser geht, sagst du sie? Muss das sein. Entschuldige, Theo. Sieh mal einer an, der Fink ist auch schon da. Es tut mir leid, aber ich bin im Stau stecken geblieben. Du hast doch bestimmt von dem Unfall gehört. Es war alles dicht. Pass mal auf, Horst. Ihr passt es weiß Gott auch nicht, dass wir jetzt hier sind. Trotzdem war ich pünktlich, verstehst du? Theo, jetzt hör doch mal zu. Ich habe zu tun. Ach, und wenn du dich hier eingerichtet hast, dann komm doch bitte mal in mein Büro. Ist doch gar nicht so schlecht hier. War's schlimm? Erklär du mal irgendjemandem, dass seine Mutter gerade beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Ich hasse sowas. Du musst gleich zur Sache kommen, nicht rumdrucksen. Du hast gut reden. Ich hätte was nicht gesagt.
Das kann passieren. Und als ich sie dann gesagt habe, weißt du, was sie gemacht hat? Wer soll ich das wissen? Sie hat den Küchentisch abgewischt, einfach so. Den nächsten übernehme ich. In Ordnung? In Ordnung. Wirst du es denn noch schaffen mit deinem Rücken? Gerade noch so. Sieht so aus wie der Wagen von heute Morgen. Stimmt. Und? Der Fahrer hatte recht. Es waren die Bremsen. Weiß der Dienstgruppenleiter schon Bescheid? Sie meinen Hans, ja, ich hab's ihm bereits gesagt. Wie heißt der Knabe nochmal? Ich brauche das für meinen Bericht. Vohwinkel, Fred Vohwinkel. Wir haben es mit einem äußerst interessanten Fall zu tun, soweit ich es überhaupt beurteilen kann. Der Schlitten hier wurde aus mindestens 2 oder 3 Wagen zusammengeschraubt. 3 verschiedene? Ja, man nimmt 2 oder 3 Porsche, einen geklauten und einen Totalschaden, nimmt die Fahrgestellnummer von dem Unfallwagen, bastelt die guten Teile zusammen, spritzt das Ding neu und verkauft ihn. Und was sagt der TÜV zu sowas? Meistens gar nichts. Die Plaketten gibt's auch zu kaufen. Ach nee. Ich bin sicher, dass es noch mehr von diesen Wagen gibt. Nur ein einziger, das rentiert sich nicht. Am besten, Sie sprechen mal ein Wörtchen mit dem Herrn Vohwinkel. Das soll Fink machen. Na gut, machen Sie erst mal weiter. Jetzt frag nicht so blöd, du musst es nur suchen. Die Nummer ist auf der Händlergarantie. Ja, genau, die Reiter mir unterschrieben hat. Ich hatte mal einen Kumpel, dem haben sie auch so eine Gurke angedreht. Der hatte keine Ahnung, aber das Ding lief jahrelang, einwandfrei, bis es gekracht hat. Im Schreibtisch, ja, 2. Schublade, glaube ich. Beeil dich. Das ist meine Frau, sie sucht gerade die Händlergarantie. Ich bin sicher, die Adresse ist da drauf. Ach, das bringt doch nichts. Mein Kumpel konnte damals auch nichts machen. Der ist immer noch aus der Schnabeltasse. Wenn Sie jetzt so freundlich wären. Ich versuche doch nur zu helfen. Man kann ja nie wissen. Können Sie nicht mal einen Augenblick verschwinden? Es tut mir leid, aber ich arbeite genauso wie Sie. Dann ersparen Sie uns wenigstens Ihre Kommentare, ja? Wie konnte das nur passieren? Jetzt hören Sie doch auf mit der Tour. Wie haben Sie diesen Reiter bezahlt? Bar oder mit Scheck? Scheck? 50.000 Mark. 50.000 Mark für einen 3 Jahre alten 911er aus der Zeitung. Und Ihnen ist nie der Verdacht gekommen, dass mit dem Wagen irgendetwas nicht in Ordnung sein könnte? Die sind doch normalerweise doppelt so teuer. Für mich war das ein guter Preis. Ich konnte doch nicht wissen, dass da was faul ist. Er ist mit dem Wagen bei mir vorbeigefahren und wir haben eine Probefahrt gemacht. Der Wagen war in Ordnung. Nichts ist in Ordnung. Man wird Sie beschuldigen, mehrere Todesfälle verursacht zu haben. Durch fahrlässiges Handeln. Aber ich habe das nicht zu entscheiden. Zum Glück. Wie heißt sie noch gleich? Ulrike Löhr, die Tochter von... Ich weiß. Mach dir keine Sorgen, ich mach das schon. Oh. Ach, Frank. Und fall nicht gleich mit der Tür ins Haus, okay? Ich suche Frau Löhr. Ja, hallo, was gibt's? Frau Löhr? Ja, das bin ich. Haben Sie einen Moment Zeit? Können wir irgendwo ungestört reden? Ja, sicher. Kommen Sie mit. Margit, ja. Übernimmst du mal kurz? So, was gibt's? Also... Ist irgendwas mit meinem Mann? Nein. Es geht um Ihre Mutter. Um meine Mutter? Sie ist... Sie ist im Krankenhaus. Ich hole meinen Mantel.
Ja, kommen Sie, worauf warten Sie denn? Frau Löhr, Entschuldigung. Ja? Sie ist nicht im Krankenhaus. Sie ist tot. Es tut mir sehr leid. Kann ich Ihre Angehörigen benachrichtigen? Er war nicht mein Mann. Aber ich dachte, dass... Gerald. Ich meine, Herr Neuendorf. War der Einzige, der mir was bedeutet hat. Er wollte sich scheiden lassen. Und wo finden wir Frau Neuendorf? Bitte. Bitte, sie darf nichts davon erfahren, bitte. Bitte, Herren. Ah. Morgen, Hans. Also, ja. Bisschen zugelegt, hä? Hm? Du bist auch nicht gerade größer geworden. Hm? Herzlich willkommen bei uns in der Brauerstraße. Wie geht's dir denn? Naja, könnte besser sein. Na, genauso habe ich dich in der Erinnerung. Immer freundlich und entgegenkommend. Hm? Ach ja? Mhm. Siehst du? Hans! Danke. Die Stadtreinigung hat gerade einen Trupp geschickt. Die bringen alles wieder in Ordnung. Hast du im Moment Zeit? Du eigentlich nicht. Ich habe hier noch eine Menge Papierkram zu erledigen, aber das kennst du. Hans, ja. Telefon. Siehst du, man schreit nach mir. Kaffee? Danke. Hans? Wir sehen uns dann später. Okay. Aber halt mich auf dem Laufenden, ja? Unbedingt. Handy. Was ist denn jetzt schon wieder los? Hans! Hans, halt dich fest. Frau Neuendorf ist nicht Frau Neuendorf. Wie bitte? Hm? Soll ich hierbleiben? Hans! Hans! Und vergiss nicht, nur wieder die Ecken zu putzen, Erste. Das brauchst du morgen gar nicht mehr wiederzukommen. Entschuldigen Sie, das ist doch Machstraße 27 ja. Hier. Ich suche Herrn Markus Reiter. Fragen Sie den da. Danke. Ja? Und wer sind Sie? Das war doch früher mal ein Kino hier, oder? Metropol, glaube ich. Wir haben geschlossen. Wo der Ausgang ist, wissen Sie. Verzeihung, ich habe mich noch nicht vorgestellt. Fink, Kriminalpolizei. Oh, das konnte ich doch nicht wissen. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Das habe ich doch gerade. Ja, nehmen Sie doch Platz. Danke. Einen Kaffee? Ja, gern. Ich glaube, ich habe Ihren Namen nicht ganz verstanden. Kirste. Helmut Kirste. Was halten Sie von meinem Laden? Ja, nicht schlecht. Aber eigentlich suche ich einen Reiter. Ja. Milch und Zucker? Ich selber nehme nie welchen. Das schlägt nämlich sofort an. Markus Reiter, wo finde ich den? Der hatte mal eins von den Büros da oben gemietet. Das ist schon einige Zeit her. Ein netter Kerl. Ich hab den schon seit Wochen nicht mehr gesehen. Ich glaube, der muss irgendwo im Ausland sein. Da oben in dem Büro sitzt jetzt so ein Bayer. Die versteht man sowieso nicht. Was für Geschäfte macht er? Wo sind denn die Klopapierrollen? Im Schrank unter der Treppe, wo sie immer sind. Versteht das nicht. Ein Gedächtnis wie ein Sieb. Zurück zu Reiter. Was für Geschäfte sind das? Import-Export. Von was? Ein Sportwagen. Nee, ganz legal. Ich habe meinen Wagen auch bei dem gekauft. Ich meine, ich lasse mich nicht über den Tisch ziehen, oder sehe ich so aus? Das werden wir bald wissen. Ja, sind Sie denn verrückt geworden? Doch nicht auf den Lack! Also sagen Sie mir schon, was los ist. Eine ganze Menge, würde ich sagen. Ja, jeder macht mal einen Fehler. Das müssen Sie doch wissen in Ihrem Job. Die ganze Post liegt noch rum. Und keine Nachsenderadresse dagelassen.
Hat sich einfach aus dem Staub gemacht, dieser saubere Herr Reiter. Das gibt's doch nicht, diese Sau. Entschuldigung. So gut, dann sagen Sie es mir schon. Der Wagen ist Schrott. Stimmt? Zu 50% jedenfalls. Der Rest ist geklaut. Zufrieden? Ja, kommen Sie. Frau Neuendorf ist nicht zu Hause. Ja. Und die restlichen Angehörigen? Die haben wir soweit alle. Gut. Ja? Ja? Ja, ich habe was zu schreiben. Diktieren Sie. Bitte sehr. Bitte nehmen Sie Platz. Bleiben die Porsche jetzt hier stehen, oder was? Ja, ja, erstmal schon. Ich brauche einen zweiten Gutachter, der sich die Wagen nochmal genau ansieht. Erwischt. 5 Mark. Was ist hier eigentlich los? Das sind wie im Irrenhaus. Nee, nee, nicht direkt. Entschuldigung. Bitte. Danke. Aber nichts für ungut, Herr Kirst. Ich höre. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich nehme den Wagen wieder mit und Sie können ihn haben, wann immer Sie wollen. Wie wäre das? Vergessen Sie es. Das ist doch alles nur in Ihrem eigenen Interesse. Sonst bauen Sie womöglich noch den nächsten Unfall. Aber so eine Überprüfung, die dauert doch ewig. Wir müssen irgendwie an diesen Reiter herankommen. Alles, was wir dafür brauchen, ist ein Anhaltspunkt. Seine Bankverbindung, die kann ich Ihnen geben. Na, also ist doch fantastisch. Zeigen Sie mal. Bei der Bank? Ja. Möchte mal wissen, was daran fantastisch ist. 2/3 von der Kohle habe ich ihm schon überwiesen. Achso, wenn Sie mal kurz, danke. Kommen Sie mal mit. Ja, hallo? Ja, schönen guten Tag, hier ist Semmering. Ah, wie geht's, wie steht's? Das weiß ich noch nicht, das hängt ganz von dir ab. Pass mal auf, da muss mir einen Gefallen tun, dringend. So, bitte. Rein. Und? Wie war dein Tag? Wie soll ich sagen? Schlimmer, als ich gedacht habe. Das ist ein komischer Typ, ne? Wer, Maybach? Nee, lass mal, der ist schon in Ordnung. Ich bin damals auf der Polizeischule kennengelernt. Das ist jetzt, mein Gott, 10 Jahre ist das her. Er hat sich kein bisschen verändert. Prost. Prost. Hätte ich nicht gedacht, dass es mal so weit kommt. Wir zusammen mit den Superstars. Da kennst du Theo nicht. Der ist wirklich einer der besten Polizisten in der Stadt. Ein bisschen impulsiv, aber das weiß er schon selbst. Für den gibt es nichts anderes als Dienst, Dienst, Dienst und nochmal Dienst. Ich bin gespannt, wie das wird. Gut, wenn wir den Namen hat. Macht sich ganz schön ran, was? Nun lass ihn mal in Ruhe, ja? Wie heißt der nochmal? Jojo. Bei der Bereitschaftspolizei. Das muss ja auch ziemlich hart gewesen sein. Das kann ich dir sagen. Am schlimmsten waren die Demos. Wenn du am liebsten mitdemonstriert hättest, aber stattdessen deinen Kopf hinhalten musstest. War ganz schön übel manchmal. Oh, da ist er schon. Seitdem er bei der Bank arbeitet, ist er sogar pünktlich. Mensch, Theo, gut siehst du aus. Ja, danke gleichfalls. Also darf ich vorstellen, meine Mitarbeiter Horst Fink, Paul Daschner. Das ist Peter Konrad, ein alter Bekannter. Hallo. Setz dich. Und? Was hast du uns Schönes mitgebracht? Nicht viel. Also, 150 Mille waren auf seinem Konto in den letzten 2 Monaten. Und jetzt hat er 10.000 Miese. Ich wette, der Reiter macht sich damit aus dem Staub. Was sind schon 10.000 Mark? 5.000 kleine Bier und nichts für Zigaretten. Was hat denn der Knabe eigentlich verbockt? Auch er bastelt mit Autos rum. Mit geklauten Autos, Schrottautos und so weiter. Mit Porsches. Ja, und dann verkauft er den Schrott. Wahrscheinlich benutzt er auch noch andere Namen. Sowas machst du nicht lange. Zu viel Risiko. Was darf's denn sein? Für mich ein Bier, bitte. Ja, das geht auf mich und für uns nochmal das Gleiche. Also 4 Bier, 1 Wodka. So ist es. Hier. Seht euch das mal an. Ein Scheck von Reiter. An Heinrich Willmann. Und wer ist das jetzt? Hey!
Herr Willmann, kann ich Sie mal einen Augenblick sprechen? Mein Name ist Fink, Kriminalpolizei. Sagt Ihnen der Name Reiter was? Sicher. Ich habe alle meine Kunden hier gespeichert. Ich brauche keinen Computer zu. Die Dinger sind mir viel zu kompliziert. Wollen Sie einen Kaffee? Ja, gerne. Und was hat er von Ihnen gewollt? Holzkisten. Ziemlich große. Und seetauglich mussten die sein. Gutes Geschäft war das. Ja. Hat er gesagt, wozu er sie braucht? Nein. Hat er was von Autos erzählt? Sportwagen oder sowas in der Richtung? Ein Auto wird er da schon reinpassen. Das waren riesige Dinger jedenfalls. Also diese Holzkisten. Hör zu, Herr Willmann, das ist eine ernste Sache. Also wozu braucht er diese Kisten? Ich habe keinen blassen Schimmer, was er damit macht. Geht mich auch nichts an. Hat er sie mit Scheck bezahlt? Ha, der hat sich vielleicht angestellt. Mein Gott. Runterhandeln wollte der mich. Hat ihm nichts genützt. Danke. Wir haben uns aber geeinigt. Halb Scheck, die andere Hälfte Cash. Die fiel ihm gar nicht. Danke. Das kann ich gut verstehen. Und, wo haben Sie die Kisten hingebracht? Er hat sie abgeholt. Abholen lassen, besser gesagt. Arthur Baumeister. Gebrauchtwagen. Stand jedenfalls auf dem Lieferwagen drauf. Tja, ich habe eben alles hier. Kann ich mal telefonieren? Klar. Mhm. Gut gemacht, Horst. Ja, ja, tschüss. Hans? Hm? Hans, ich brauch mal deinen Trachtenverein. Den möchten viele, aber so einfach geht das nicht. Wieso? Die können doch nur lernen von uns. Nein. Und wenn ich dich ganz freundlich darum bitte? Das ist was anderes. Ulf, ich höre. Wir können Frau Neuendorf einfach nicht auftreiben. Niemand weiß, wo sie ist. Wer sucht, der findet. Du schaffst das schon. Thomas Paul. Na wunderbar. Kürbis 5020, es kann losgehen. Aber verstanden. 5023, bitte kommen. 5023 hört, und zwar laut und deutlich. Stimmt. An alle. Es kann losgehen. Dann mal los. Ist der Boss da oben? Soweit ich weiß. Danke. Schönen guten Morgen, Jan. Was soll das? Wer sind Sie? Die Bullen. Was raus mit dir? Kann ich wenigstens das Spiel noch zu Ende machen? Komm, jetzt quatsch nicht raus hier.
Los, stell die Bude auf den Kopf. Was machst du hier, Brand? Hans, kannst du mir wenigstens sagen, was das hier soll? Schnauze halten, hier geht's lang. Und den Durchsuchungsbefehl, den will ich erst mal sehen. Ich hoffe, du weißt, was du da machst. Allerdings, das weiß ich. Beine auseinander. Ach nee. Ganz genau. Das wollte ich dir die ganze Zeit schon klar machen. Nächsten schalte mal besser dein Hirn ein. Du hast mir die ganze Tour versaut. Und zwar gewaltig. Oh Gott, es tut mir aber leid. Ach ja? Was soll ich denn sagen? Hier geht's um Autos. Teure Autos. Das weiß ich selber, und? Fast hätten wir sie gehabt. Ich bin da seit Monaten dran. Als was? Als Zwischenhändler. Darf ich mich vielleicht mal wieder rumdrehen? Klar. Danke. Bitte. Ich habe da heute Morgen einen Deal gemacht. Der Wagen sollte von Rotterdam aus nach Übersee verschifft werden. Was? Ganz genau. Darum geht das hier, du Idiot. Mit wem hast du verhandelt? Scholl. Alias Reiter. Markus heißt er. Wie bitte? Das ist ein Rennfahrer. Vielleicht kennst du ihn ja. Nicht so bekannt wie Michael Schumacher, jedenfalls. Damit hat er seine Rennen finanziert. Ja, und ist er hier? Drüben im Schuppen. Repariert gerade meinen Wagen. Das heißt, wenn er nicht alles versaut hat mit eurem Mist hier. Du kommst mit zur anderen Seite. Nein. Didi. Du machst das. Aus. Andi. Stehen bleiben.
Zeitung oder was? Ach, kein Scheiß. Ich bin so verrückt, der kommt nicht frei. Hey, aufhalten, das ist Reiter! Mensch, helf dem da raus! Komm, nimm ihn! Komm raus hier! Ach, raus! Mein Bein! Ja! Mein Bein! Oh. Da kommen gleich die Tränen! Sechs Leute mussten draufgehen wegen deinen Scheiß auf! Immer Mensch bleiben! Oh. Vergiss das nicht! Komm mal mit! Hey, komm mal mit! Was ist denn los? Los, wirst schon weg, komm! Ich sag dir nur eins, wenn du nicht gekommen wärst, ich hätte diesem Schwein den Hals umgedreht. Beinahe wären wir jetzt alle im Krankenhaus. Ich mag sowas überhaupt nicht. Tja, also was soll ich sagen? Ich bin sehr stolz auf unsere Zusammenarbeit. Vielen Dank, meine Herren. Und Damen, natürlich. Ach ja? Ich habe allerdings was gegen diese harte Tour. Na komm, ohne uns wären die doch über alle Berge. Oder? Richtig. Da. Gib nicht so an. Mensch, schon, dann beschwer dich bei Brandt. Er hat uns seine Aktion verschwiegen und behauptet, jetzt werden seine Arbeit sabotiert. Dem sabotiere ich gleich was. Schöne Grüße. Ja, ich kümmere mich darum. Ja doch. Ja, danke. Wiederhören. Na, wie wär's denn mal mit Arbeiten, hm? Tut mir mein Rücken weh, Mann. Diese ganze Klopperei war nicht gerade gut für meinen Hexenschuss. Ich wünschte, ich wäre auch mal so gelenkig. Sie müssen ja gut in Form sein. Entschuldigung. Ich habe Sie gar nicht kommen sehen. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte zu Herrn Maybach. Er hat mir einen Zettel in den Briefkasten gesteckt. Ich bin Maria Neuendorf. Gut, dass Sie gekommen sind. Wir suchen Sie nämlich schon seit gestern. Judith? Ja? Weißt du, wo Hans steckt? Keine Ahnung, aber ich kann jetzt auch nicht weg hier. Beide Leitungen sind besetzt. Ja, Frau. Wir werden ihn schon finden, ne? Nehmen Sie doch so lange Platz hier, bitte. Danke. Schon das Neueste? Komm mal mit. Leute, auf dem Klo wird heimlich geraucht. Ja, und nun ratet mal wer. Unser Ulf.
Nein. Hans? Frau Neuendorf ist hier. Ach ja? Sie war übers Wochenende bei ihrer Mutter, sagt sie. Sag ihr, ich bin gleich da. Sehr witzig. Ulf, ich glaube, ich bekomme noch Geld von dir. Wieso? Weltnichtrauchertag war gestern. Oh. Reißt euch endlich zusammen. Das ist eine ernste Sache. Naja, recht hat er ja. Es waren zwar harte Tage. Wenn es so weitergeht, vielen Dank. Oder?